Hallo und willkommen zu einem ersten Einblick in Spiel Radtopia. Folgendes schreiben die Entwickler auf ihrer Steam-Seite. Ein neues Spiel, das Strategie, Survival, Sandbox und Städtebausimulation vereint. Begib dich in eine abenteuerliche Welt, vollgepackt mit spannenden Herausforderungen und abwechslungsreichem Spielspaß. Entwirf ein Wirtschaftssystem, mit dem du deine perfekte Stadt, Radtopia, zum Erfolg bringst. Wir sehen uns jetzt noch kurz die wichtigsten Infos zum Spiel an und danach legen wir sofort los. Am Ende werde ich dann die gesammelten Eindrücke nochmal kurz zusammenfassen, also bleibt dran und vor allem diskutiert mit. So, für die wichtigsten Daten sind wir wieder auf SteamDB gehüpft. Also das Spiel wird released am 6. November 2023. Aktuell hat es eine Bewertung von 84% bei etwa 2000 positiven Reviews und knapp 300 negativen. Im Spiel sind gerade in diesem Moment so 285 Leute. Dann die Price History. Der jemals niedrigste Preis im Euroraum waren 15,60 Euro. Und der Release-Preis lag bei 17,55 Euro. Und der eigentliche dann bei, war das? Ja, bei 19,50 Euro. Aktuell ist ein Sale, ist das Sommersale mit nur in Anführungszeichen 20% Rabatt. Das hätte auch ein bisschen mehr sein können. Die Tags sind Building, Colonism, Base Building, Survival, Strategie, Management, alles was eigentlich Spaß macht. Kategorien ganz wichtig, Singleplayer. Es hat Steam Achievements, mir persönlich auch öfter sehr wichtig. Es ist im Early Access und der Controller ist natürlich voll supported. Dann schauen wir uns noch kurz die Charts an. Hier, das ist der Verlauf, wie die Spieler auf das Spiel reagieren. Zu Release haben das, ja, würde mal sagen, knapp 6000 gespielt. Hier ist der Peak und dann hat sich's ein bisschen runtergependelt. Aber ich denke mal, wenn da irgendein sinnvolles Update kommt, wird es auch wieder deutlich mehr. So, was braucht man dann? Die Review History. Ja, das Spiel ist noch nicht so lange draußen, aber generell wirft es auch eher ein positives Bild auf das Spiel. Dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz rüber auf ProtonDB. Und was sagen die dazu? Platin läuft perfekt ohne jegliche Änderung auf dem Steam Deck. Das freut einen doch zu hören. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Spiel. So, dann schauen wir uns das Spiel doch einfach mal an. Ein neues Spiel bitte. Anführer. Ja, passt eigentlich. Elisa Red als Name. Charakter, erhabener Gelehrter, wunderbar. Siedlung heißt Radtopia, das passt. Schwierigkeitsgrad normal, Tutorial an. Gut, dann starten wir. Wie weit sind wir wohl schon gelaufen? Die Attentäter scheinen endlich aufgegeben zu haben, aber meine treuen Untertanen sind verschwunden. Wir werden wohl hier bleiben müssen und dann das Beste aus der Situation machen. Vielleicht kann dieser Ort unser neues Zuhause werden. Ja, schauen wir mal. Je nachdem, wie gut ich im Bauen bin und im Verteidigen. Ja, da kommen wir ja schön aus dem Erdloch. Oh, ich mag den Artstyle von dem Spiel. Wünsche, er wäre noch ein bisschen hochauflösender. Es pixelt ein bisschen. Aber kommt vielleicht noch. Ist ja erst im Early Access. Eine riesige Truhe. Wunderbar, was machen wir jetzt? Euer Hoheit, wie geht es Ihnen? Versuchen Sie sich mit WASD und Space zu bewegen. Hui. Ja, das läuft doch super. Ein paar der Tutorial-Dinger habe ich schon gemacht und würde die jetzt entsprechend verkürzt machen. Mein Ziel kann ich ändern, indem ich den Finger drauf tue. Das ist doch was super. Ja, ja, ausgezeichnet. Ich sehe, dass es Ihnen schon wieder besser geht. Auf jeden Fall. Sie müssen für jede Interaktion zielen. Ja, ja, passt. Jetzt werde ich Ihnen Dinge beibringen, die Ihnen vielleicht neu sind. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen. Ach, körperliche Arbeit wahrscheinlich. Was muss ich machen? Hallo? Springen. Ich bin eine Springmaus. Zuerst werde ich Ihnen beibringen, wie Sie mit Objekten interagieren. Angefangen beim Sammeln. Linksklick, alles klar. Ja, ja. Linksklick. Aha. Holzstämme. Baum, 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 Baum und sammeln. Weg mit dem Baum.
Das Spiel erinnert schon stark an Oxygen Not Included, aber hat ja seinen eigenen Twist auf das Ding. Gegenstände befinden sich oft an derselben Stelle. Verwenden Sie in diesen Situationen einfach die Tab-Taste. Ah, okay, so können wir zwischen denen wechseln. Holzstamm oder Baum? Holzstamm? Baum. Holzstamm. So. Wenn Sie Gegenstände halten, zielen Sie auf den Ort, an dem Sie... Okay, bla bla bla. Zielen, wo wir die ablegen wollen. Einfach hier in der Kiste. Wenn Sie ein Objekt in der Hand halten, ist nur eine Art von Interaktion möglich. Sie können das Objekt nur in ein Lager oder in einen Bauplan einlagern. Für alle anderen Interaktionen drücken Sie bitte die X-Taste. Ja, ist in Ordnung. Was muss ich machen? Wilder Weizen kann ich sammeln. Ist doch schon mal schön. Gute Arbeit. Wenn Pflanzen nicht vollständig entfernt werden, wachsen sie nach einer Weile wieder nach. Oh, das ist praktisch. Okay, nächstes ist abbauen. Relativ ähnlich. Abbautaste drücken. Also links klicken und... Ich würde sagen, das hat funktioniert. So, noch ein bisschen Erde mehr. Oder muss ich die Erde jetzt aufsammeln? Eine Erde, zwei Erde, drei Erde. Ich dachte, wir haben nur eine Erde. Okay, dann haben wir hier... Gut gemacht. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht zu tief graben, sonst kommen Sie vielleicht nicht mehr hinaus. Mit den gesammelten Ressourcen werden wir jetzt eine Struktur bauen. Um zu bauen, führen Sie diese drei Schritte durch. Ja, ja, das kriegt man hin. Wir wollen eine Leiter bauen, aber erstmal will ich das hier... Nein, ich kann hier nur eine Sache aufheben. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, dass ich hier wirklich nur ein Item auf einmal schleppen kann. Also... Beziehungsweise eine Sorte von Item und das nur dreimal. Aber ich denke, man gewöhnt sich da ganz gut dran und irgendwann gibt es ja auch hier Mitarbeiter, die mir das Leben leichter machen. Bei den meisten Strukturen können Sie Details mit F einsehen, so wie Sie es gerade getan haben. Ja, wunderbar. Aha, 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 wunderbar. Ich muss eine Struktur bauen. Bauen, Basis, eine Leiter. Und was braucht das Gras? Das ist aber keine stabile Leiter. Mein fetten Arsch wird es nicht halten. Okay, ja, ja. Wenn Red Burger in... Wenn Red Bürger in ihrer Stadt leben, werden sie Materialien bereitstellen und die Struktur bauen. Jetzt sollten sie es selbst tun. Ja, ja, okay. Das kriegt man hin. Ich skipp das. Das bis hierhin habe ich schon mal gemacht. Detailansicht. Bisschen Gras anfassen. Ja. Eins, zwei. So. Und jetzt an die Leiter damit. Tolle Arbeit. Nachdem die Ressourcen bereitgestellt wurden, ist der Bauplan baubereit. Ja. Linksklick. Ist das nicht die beste Leiter, die ihr heute gesehen habt? Ja. Leitern sind hilfreich. Ja, Grundlagen kenne ich, danke. Ich brauche einen Stadteingang. Na gut, das kriege ich auch noch hin. So, Getreidesamen einmal. Dann würde ich gern irgendwie den Stadteingang hier mal platzieren. Das heißt, der Baum kommt erstmal weg. Weg damit. So, Holz nehme ich. Nein, Holz nehme ich. Lager ich ein und dann muss der Stumpf entfernt werden. Eine Wurzelbehandlung kommt sofort. So, jetzt haben wir's. Auch einlagern. Noch ein bisschen Gras anfassen. So. Rein damit. Und jetzt, was braucht man? Königlich. Ja, ist ja gut. Stadteingang, nicht genügend Ressourcen. Wir brauchen drei Stein. Das hatte ich fast schon befürchtet, aber hier haben wir ja Stein. Hoffentlich kommen da drei raus. Ach, bestimmt. Ja, wunderbar. Wunderbär. So, jetzt kann ich die Ressourcen, kann ich das Ding hinsetzen. Ja, ist ja gut. Das ist ein sehr hilfreiche Ratte. Kann nicht über anderen Objekten gebaut werden. Dann sammeln wir doch mal das Gras. Aufsammeln, aufsammeln, ablegen.
So, eine Grasentfernung. Rein mit dir. Und was ist das eigentlich? Normaler Erdblock, oder? Ist egal. So, jetzt aber. Aha. Und jetzt müssen wir Ressourcen schleppen. Mensch, als Rattenprinzessin hat man es nicht einfach. Also dreimal Holz. Weiß nicht, warum der Erdhaufen blinkt. Braucht doch nur das Holz. Und die Steine natürlich. Ein Glück sind das jetzt noch keine langen Wege. Echt hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das alles selbst machen zu müssen. Normalerweise gebe ich nur den Befehl und dann machen das meine Untertanen. Endlich ist es an der Zeit, einige Migranten aufzunehmen. Zielen Sie auf den Stadteingang und verwenden Sie F. Okay. Dann wollen wir mal neue Red-Bürger bekommen. Migranten überprüfen. Ah, wir haben Asylantragscenter gebaut. Verschiedene Gruppen von Migranten werden den Stadteingang besuchen. Aber wenn viele Gruppen auf einmal akzeptiert werden, können die Folgen nicht abgeschätzt werden. Okay, das ist irgendwie makaber, aber auch witzig. Deshalb bleibt keine andere Wahl, als jedes Mal nur eine Gruppe zu akzeptieren. Ich glaube, die deutsche Übersetzung ist halt nicht auf das politische Klima ausgelegt. So, das ist ein Straßendichter und tapfere Krieger. Ui, Vielesser, das bin ich auch. Konservativ, oh je. Waschmuffel, oh je. Und nochmal konservativ, was bist du? Ein Anarchist oder ein Waschmuffel? Ah, wir haben noch gefallene Adlige, die Zoe. Athletisch, auch konservativ. Dann nehmen wir die Zoe. Hilft ja alles nichts. Brauchen keinen Verfressenen. Da reiche ich schon. Die akzeptierten Migranten werden... Ich kann das nicht wirklich aussprechen. Rattenbürger. Der Stadt und folgen ihrem Befehl. Das ist wunderbar. Arbeit, Bau, Sammeln, Bergbau und Transport. Machen die alles wunderbar. Ein Sammelauftrag. Königlicher Befehl. Ja, das kenne ich schon. Das kenne ich, wie gesammelt wird. Ah, ich kann mich gerade nicht bewegen. Hier, sammel mal alles, was zu sammeln geht. Das käme aus Oxygen not included, diese Art zu sammeln. Das finde ich gut. Die könnte aber ein bisschen freundlicher aussehen, die Zoe. Ist die unglücklich? Keine Ahnung. So. Da würde ich sagen, braucht man noch eine zweite Leiter. Und soll sie generell hier auch aufheben. Struktur, bauen. Basis. Ist ja gut. So, Leiter. So. Ich mache hier nichts mehr, ich bin die Prinzessin. Du wirst schön alles alleine bauen. Na, vielleicht die Grasbüschel nehmen wir mal weg. Finde ich nicht so toll, wenn wir weitere Strukturen bauen sollen, dass die auf Gras gebaut werden. Irgendwie fühlt sich das merkwürdig an. Also man soll nicht auf Sand bauen. Ich glaube, auf Grasbüscheln schon mal weniger. Oder noch mal weniger. So, was haben wir hier? Eine Blume. Oh, ist das schön. Nein, ich entferne sie. Ist egal. Hab ihren Samen bekommen. Das reicht. Der Bestand der Blumenrasse ist gesichert. Oh, Bienchen. Die sehen aber freundlich aus. Mehr oder weniger. Eher weniger. So. Stein. Ich brauche mehr Migranten. Die eine arbeitet zu wenig. Ist da noch einer da? Hallo? Nur zu 67% bereit. So, dann haben wir irgendwie Strukturen. Nee, sammeln. Nein, danke. Erdblock. Ja, wunderbar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Nicht genügend Erde. Hier liegt doch überall Erde rum. Brauch echt mehr Arbeiter. Ich glaub's ja nicht. Wilder Weizen kann ich sammeln. Und mein Spiel hat sich gespeichert. Oh je. Oftmals bedeutet das nichts Gutes. Jo, das nenne ich Weizenkiste. Hervorragend, die meisten Pflanzenobjekte wachsen mit der Zeit. Überlegen Sie also, ob Sie Platz schaffen oder auf die nächste Ernte warten möchten.
Aha, ja, Nahrung. Was? Die Bürger sterben ohne Nahrung, das ist mir neu. Darüber hinaus wird das Glück des Ratbürgers. Des Ratbürgers. Oh mein Gott, des Rattenbürgers durch Hygiene und Videospiele beeinflusst. Okay, die brauchen eine Toilette. Ein Klo kommt sofort, also mehr oder weniger sofort. Sollen wir ja nicht direkt in die Basis. Ich habe keine Erde mehr. Ja, weil dies hier nicht rechtzeitig aufgesammelt hat. So, das wollen wir dann mal abbauen. So. Wenn man nichts selbst macht oder wenn man selbst nicht macht, passiert auch nichts. So, Erdblock, Erdblock, Erdblock. Einmal, zweimal. Wunderbar. Dann Zoe, bau mal. Da klopft jemand. Es ist bereits das zweite Mal, dass wir Besucher begrüßen. Sie alle scheinen sich gut einleben zu können. Aber wenn ihnen keiner gefällt oder wenn in der Stadt kein Platz mehr ist, verwenden sie Escape, um die Entscheidung zu vertagen. Das klingt doch gut. Getreide ist auch zugezogen. Exilanten hat aber ein wunderbares Vermögen. Waschmuffel. Unpazifist. Nee, das können wir nicht gebrauchen. Bodenschläfer, Glück minus 5, wenn auf einem Bett geschlafen wurde. Und langsam, ach, ist das ein süßes Icon. So, was seid ihr? Bluthochdruck, stirbt, wenn Glück unter 20, plus 20 fällt. Elitär, plus 5 ohne Rattenbürger mit demselben Beruf. Schnell, oje. Ungeschickt ist die auch noch, naja. Würde ich mal sagen, nehm mal die auf und hoffentlich hat die eine nicht so viel Probleme mit Bluthochdruck oder ist zumindest glücklich. So, wir haben hier Baumrinde. Was können wir denn damit machen? Ach, ist nur Holz. Das trifft sich aber gut. Kann ich einen königlichen Befehl geben? Ja, danke für das ausführliche Tutorial. Ah, das ist schon cool. Und wenn ich es nicht mehr selbst schleppen muss alles, dann geht auch diese gewöhnungsbedürftige Mechanik. Was habe ich denn noch für einen Befehl? Was will da? Dienstleistung. Ach, Toilette. Das ist schon eine Dienstleistung. Na gut. Direkt neben den Eingang, weil meine Stadt so scheiße ist. Na, vielleicht neben die Treppe, dann können wir das Abwasserrohr, die Leiter runterlenken. So, Erde müsst ihr selbst besorgen. Beziehungsweise, wie ist es? Kann ich hier einen Erdblock? Nicht genügend Ressourcen für Erde. Das ist schade. Die müssen die mir abbauen. Tolle Arbeit. Es ist entscheidend, genügend Serviceeinrichtungen zu haben, um das Glück der Rattenbürger zu erhalten. Ich werde einfach Bürger sagen. Verbrauchen Notwendigkeiten, also T-Shirts und Reichtum. Na, das Wissen, das wir nach der Katastrophe erlangt haben, reicht nicht einmal aus, um die Grundbedürfnisse an Freude zu erfüllen. Oh je. Es ist also an der Zeit, einen Forschungstisch zu bauen. Na gut, das kriegt man hin. Bretter, Sägewerk, Forschungstisch. Bauen, Handwerk, Sägewerk, nicht genügend Ressourcen. Braucht mehr Erde. Ich werd nicht mehr. So, abgebaut. Ist halb verdaut. Zumindest wenn es um Erde geht. Kann ich jetzt normale Blöcke wie in Oxygen not included hier hoch? Ja. Wäre ansonsten auch ein bisschen kompliziert, meine Statik da ordentlich hinzukriegen. So. Im Menü der G-Taste können Sie verschiedene Informationen über die Stadt abrufen. Ja, ist in Ordnung. Gerade nicht so viel Statistik, ich versuche mich. Ja, ist doch gut. Mensch, das ist vielleicht eine Quasselstrippe. Ein Abbaubefehl, bitte. Hier, macht mal. Ist das Wasser? Ich schätze mal. Ja, das ist Wasser. Schön, Wasser ist gut. So, noch mehr Abbau, noch mehr Abbau, noch. Nein. Abbaubefehl. So. Bitte macht mal, Leute. Und dann baut ihr mir noch eine Leiter hier hin. Ja. Und die Prinzessin zieht sich für die Nacht zurück. Ach, ist ja schon Tag 2. Ist egal. Zeit für ein Mittagsschläfchen, würde ich sagen. Oder um hier alles zu kontrollieren. Und das machen sie schon mal gut.
Wilder Weizen wird gesammelt von mir. Aufsammeln. Ich habe noch keine Nahrung, oder? Doch, das zählt als Nahrung. Wunderbar. Muss ich nichts mitmachen. So, wir brauchen auf jeden Fall viel Erde. Muss ich explizit den Sammelbefehl geben oder sammeln die einfach so ein? Da unten, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jo. Holzstamm, Holzstamm, Holzstamm. Und mehr kann ich beim besten Willen nicht tragen. Einlagern. Da klopft es. Elitär und Waschmuffel. Schnell und elitär. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Inaktiv. Und Monetarist. Glück minus 5 für einen Tag, nachdem Steuern gezahlt wurden. Ja, das geht mir ähnlich. Kooperationsfreudig und sparsam. Her mit euch. Braucht eh die Arbeitskraft. Bestätigen. So, ja, was brauche ich? Sägewerk. Natürlich, natürlich. Kommt sofort. So. Ihr müsst nicht hier erstmal ein bisschen... Ich dachte, die kloppen sich da unten. Nee, alles gut. Vorsichtig. Mach doch das da unten nicht. Ja. Okay, wir brauchen Erdblock, Erdblock, Erdblock. Eine schnellere Wahlmöglichkeit wäre auch nicht schlecht. Beziehungsweise... Habe ich eine Pipette? Sieht nicht so aus. Zumindest jetzt noch nicht. So, Erdblock einfach reinsetzen. Wunderbar. Ihr macht das toll. Und da sagt man, die würden nicht arbeiten. Und andere sagen, die nehmen... Oder die gleichen sagen, die nehmen die Jobs weg. Ich hab nichts gegen Migranten. Ich hab nur was gegen Verbrecher. Aber die hat man wieder Bevölkerungsgruppe. So ist es nun mal. Also das war nur Teil meiner links-grün versifften Einstellung. So, ich helfe mal mit. Mit anpacken muss man ja auch. So, Toilette haben wir eine. Muss die auch gereinigt werden? Wirkungsbereich. Ich hoffe, das hat einen guten Wirkungsbereich, die Toilette. So. Ja, wird ja hier richtig heimelig. Ich mag's, Untertanen zu haben. So. Sind die Bienen da freundlich? Ich weiß es nicht. Bienenwachs. Nee, nicht Alarm prüfen. Ihr baut nochmal ab. Oh, kommt ihr da oben überhaupt hin? Wahrscheinlich nicht ohne weiteres. Nahrung auch so mittel. Hier haben wir ein bisschen Erdblöcke. Abreißen, reparieren, bauen. Handwerk, Sägewerk. Hier ist doch ein guter Platz erstmal für ein Sägewerk. Neben der Toilette. So, das baue ich ab. Sehr schön, sehr schön. Ihr sollt euch mal beeilen mit dem Bauen. Spiel wird gespeichert. So. Nahrung sieht eigentlich noch gut aus. Bau abgeschlossen. Sie können Bürger der Arbeit gebäudet, indem sie F-Gebäude. Ja. So viel zu dem Satz. Ja. Ist hier gut. Wer war faul? Arbeitsfortschritt geändert werden. Ja, ja, passt. Wer ist effizient? Du bist 105% effizient. Bluthochdruck, her mit dir. Bisschen Bewegung tut dir nicht. Nicht wie. Hoffentlich macht dich das nicht unglücklich. So viel brauche ich dort nicht auf einmal. Könnt Erde aufnehmen. Militant. Glück für drei Tage. Plus 5 für 3 Tage. Wenn in einer Schlacht beteiligt. Heulsuse. Weint, wenn Glück unter 40. Oje. Verspielt. Wieso ist da ein Bierkrug? Ist egal. Intelligent. Progressiv. Das gefällt mir. Inaktiv. Und Heulsuse gefällt mir nicht.
Militant und dumm. Gut, das ist eine Mischung, die oft mal zusammenpasst. Wir nehmen zumindest April oder April hier bestätigen. Ich hoffe, ihr habt eure Nahrung selbst mitgebracht. Ihr müsst alle schlafen, das ist mir klar. Wollt ihr auf Bienenwachs schlafen? Ich weiß es nicht. Wir können auch mal ein bisschen nach oben bauen. Wie sieht's überhaupt im Sägewerk aus? Ja. Produktion, Fieldtext, Bauholz. Ja. Muss halt nur jemand einlagern. Wieso arbeitet niemand? Ratten und Ratinnen, bewegt euch bitte. Ja gut, dann abbauen hier. Wenn ihr meint, nichts Besseres zu tun zu haben, als einfach rumzustehen, baut ihr halt wieder ab. Nee, ich bin noch ein bisschen irritiert, weil warum da niemand hinliefert. Rohstoffe. Sammellager. Ein Ort, um ein Zielmaterial zu sammeln. Okay. Dekoration. Rattenbank. Warum nicht? Forschertisch brauche ich. Dazu brauche ich aber Bauholz. Dienstleistung habe ich nur. Barrikade. Brauchen wir gerade nicht. Würdet ihr jetzt mal arbeiten? Ja. Ja. Und wer liefert hier? Terra. Dann Theodor. Aber bitte hopp hopp. Das muss ich doch nicht ablegen. Nicht ablegen. Doch, Theodor sägt. Na also. Keine Ahnung, warum Zoe das nicht getan hat. Ach nee, Zoe war ja eh mit anderen Aufgaben beschäftigt. Ich bin aber eher froh, wie lang das Essen hier reicht. Was kann man da Kerzen draus machen oder stechen die mich? Ich habe hier auch noch einen Modus. Das wird bestimmt auch cool sein, so direkt kämpfen zu können in dem Spiel. Also, je länger ich gerade hier drin bin, umso mehr mag ich es tatsächlich. Am Anfang war ich etwas irritiert mit den Aufhebe- und Abbau- und Anbaumechaniken. Aber inzwischen würde ich sagen, ach, das untere, nein, Befehl zurücknehmen. Ja, Befehl, ja, ich weiß, was ein Abbruchbefehl ist. So, dann können sie nämlich hier hochspringen und das obere mal abbauen. Was man mit Wasser machen, weiß ich noch gar nicht in dem Spiel. Zumindest geht hier der Sauerstoff nicht aus. Genug Ressourcen sind gespeichert, um zu bauen. Der Forschungstisch. Würde ich gern hier hin machen. Schauen wir mal. Bisschen Gras wieder anfassen. Achso, ja. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich hier mich noch einfügen muss. So, abgelegt. Alles gut, Theodor. Du sahst gerade ein bisschen gestresst aus. So, Erdblock. Lesezeichen. Hallo? Weiß nicht, was mir Lesezeichen bringen. Ich glaube, ich habe es jetzt wieder diese. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Das Spiel macht bis jetzt echt einen guten Eindruck. Es ist ähnlich, sehr ähnlich zu Oxygen Not Included, scheint aber einige Kernpunkte dann doch anders machen zu wollen. Der Artstyle gefällt mir sehr. Die Texturen könnten meiner Meinung nach aber für zumindest meine 4K-Auflösung noch etwas schärfer sein. Ansonsten bin ich gespannt, wie es mit dem Spiel weitergeht, wo es hingeht. Es ist ja noch im Early Access und hat dadurch eben noch viel Potenzial in beide Richtungen. Das müssen wir einfach beobachten. Wer von euch auf diese Art von Spiel Lust hat, sollte sich auf jeden Fall auch mal Oxygen Not Included ansehen, falls ihr es noch nicht habt. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Hier könnt ihr wirklich hunderte Stunden drin versenken, wenn ihr denn wollt. Irgendwann mache ich auch ein Video dazu. Ich habe gerade viel zu tun. Genau. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.